Es ist soweit. Es ist tatsächlich soweit. Der erste neue Song, Single, wie auch immer, von Kollega ist draußen. Ich als alter Hase, was das alles angeht, bin übertrieben hyped und ich fand die Promophase heftig. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe nostalgische Flashbacks gehabt und alles. Und ja, es hat alles nun mal in der RBA angefangen. Das war genau meine Zeit. Und danach durfte ich ja im Bundesländer-Battle gegen ihn battlen. Und seine Zeile war immer noch gegen mich: Ich mache aus Tubos Shirt ein blutrotes Shirt. Und seitdem war ich Fan. Die letzten Sachen, die dann rauskamen als Songs, leider absolut gar nicht mehr meine Welt. Deswegen war ich glücklich, dass er Alphagene 2 angepriesen hat oder ne, angesagt hat. Alphagene war aber auch trotzdem kein Lieblingsalbum von mir früher. Es gehört zwar schon noch in die alte Zeit und war irgendwie im Nachhinein besser als das neue, aber es war jetzt in der alten Zeit nicht so mein Favorite-Album. Deswegen bin ich doppelt so gespannt. Und ja, Freunde, ihr könnt hier oben ruhig gerne mal klicken. Ich habe endlich mal wieder ein Beat-Tutorial rausgehauen. Ist ja auch lange her. Und ja, ansonsten gehen wir jetzt auf den Song. Ich bin echt gespannt, was wir hier bekommen. 4 Minuten. Alpha Genetik heißt das Ganze. Art Davis. Okay. Directed und so weiter. Art Davis, der Name sagt mir was. Leute, bitte in die Kommentare, wer das war. Habe ich nicht im Kopf. Oh, ich bin aufgeregt. Let's go. Ey, der Boss back, all black wie Outer Space. Groupie Hoes sind aufgedreht wie das Soundsystem. Links die Tommy Gun, rechts der Dobermann und keiner. Wie das Soundsystem, links die Tommy Gun. Er hat die Tommy Gun aber in der rechten Hand. Na! Okay, weiter. Rechts der Dobermann und keiner fasst mich an, als wäre ich ein Hologramm. Dieses Game ist wie Splinter Cell voll Ratten. Die Lampe an der Curler schweißt den Weg in einer blinden Welt voll Schatten. Kriminell und am Himmelszelt bei Winterkälte, pinker Pelz voll Knarren. Ey, wie Game of Thrones, ein Winterfeld voll Waffen in der Hut ist. Oh Gott, Alter. Oh fuck, wir müssen eigentlich auf jede Zeile achten. Weil ich habe das Gefühl, dass wir hier mehr als nur überrascht werden. Vom Sound her muss ich sagen, ja, es ist wie früher. Ob das jetzt toll ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal lauter stellen. Ich muss jetzt mich voll und ganz konzentrieren. Ey, der Boss back, all black wie Outer Space. Groupie Hoes sind aufgedreht wie das Soundsystem. Links die Tommy Gun, rechts der Dobermann. Ja, okay, wahrscheinlich meint er vom Video aus, also vom Zuschauer aus ist die Tommy Gun links und jetzt ist der Dobermann rechts. Na, wahrscheinlich. Gott. Ey, Groupie Hoes sind aufgedreht wie das Soundsystem. Links die Tommy Gun, rechts der Dobermann. Und keiner fasst mich an, als wäre ich ein Hologramm. Dieses Game ist wie Splinter. Erinnert mich an die Zeile von ihm, ich bin unantastbar wie... Wer weiß es. Marcel voll Ratten, die Lampe an der Curler schweißt den Weg in einer blinden Welt voll Schatten. Kriminell und am Himmelszelt bei Winterkälte, pinker Pelz voll Knarren. Ey, wie Game of Thrones, ein Winterfell voll Waffen in der Hut ist es. Ah, ein Winterfell. Gute alte Game of Thrones, ne? Eiskalt, will man es rausschaffen, pusht man das Weiße. Mutter im Kreißsaal, weshalb ich Uzis dabei hab, euch hier. Alter. Pusht man das Weiße? Ich habe gerade ein bisschen zu sehr auf den Helikopter hinten geachtet, wo einfach das, das Ahornblatt zu sehen ist, ne? Ausschaffen, pusht man das Weiße, Mutter im Kreißsaal, weshalb ich Uzis dabei hab. Euch fehlt ihr der Humor, doch was könnte lustiger sein als eine Hutschießerei? Spaß, bei der dann Folgendes geschieht: 31 Bullets für Snitches, goldenes Prinzip, graue Wolkenschichten, Krieg plus Gewaltakte täglich, maskuliner Abzugsfinger, Nutte, Alpha-Genetik. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite, im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem. Ich weiß gerade nicht, ob ich mit dem Beat gerade nichts anfangen kann. Ich finde den zu fröhlich. Kann das sein? Ich finde den für Alpha-Gene so, ich finde es nicht düster genug, ich finde es irgendwie nicht episch genug. Ich finde es zu fröhlich, einfach nur. Ich glaube, das ist so gerade mein einziges Problem, weil der Rest, es tut einfach gut, genau hinzuhören. Das ist gerade super angenehm. Dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Ey, ich schick dir nen tschetschenischen Profikiller im Pelzkragenparker, der ne seltsame Art hat wie ein LKW-Fahrer. Alter.
Alter, ja Mann, da sind die Reime, die wir vermisst haben. Dänischen Profikiller im Pelzkragenparker, der eine seltsame Art hat wie ein LKW-Fahrer. Erst bist du 6 Monate beschattet, so wie Schweden, nur um dir dann völlig... Alter... Hat wie ein LKW-Fahrer. Erst bist du 6 Monate beschattet, so wie Schweden, nur um dir dann völlig öffentlich die Fratze zu zertreten. Ich 6 Monate beschattet wie Schweden. Eieiei. Schick deine Mama nicht auf den Kiez, strich du Ehrenloser. Leider hat das Phoenix zu bieten wie Arizona. Ein kraftloser. Alter. Das sind mir schon wieder zu viele Wortspiele, what? Nicht auf den Kiez, strich du Ehrenloser. Leider hat das Phoenix zu bieten wie Arizona. Ein kraftloserer Mensch. Hat das Phoenix zu bieten, ne, Phönix, also Phoenix, wie Alter, okay, boah, er ist sowas von zurück. Den Kiez strich du Ehrenloser, leider hat das Phoenix zu bieten wie Arizona, ein kraftloserer Mensch als ein Wachkoma-Patient, dank dem Hero strich ihr Lebenslicht nur schwach lodert am Brennen, ich seh das faule Schwein dahin vegetieren, hetzt die Dobermänner auf sie und sie ist dahin wegen Tieren, ich sah für sie keinen Grund zu leben, denn sie konnte nichts außer dumm rumzustehen wie in Kunstmuseen. Das Grundproblem von Rappern ist, sie sind gottlose Menschen, die sich für Magier halten, nur weil sie Stoff ohne Ende ziehen, verteilt Glockshots an Enemies und durchschreite die Ghetto Streets auf dominanteste Weise. Wie Ramses der Zweite. Meine Fußstapfen zu groß. Geil, Alter. Auf dominanteste Weise, so wie Ramses der Zweite. Kann das sein, dass er wieder ein bisschen geschminkt ist? Erinnert mich auch so ein bisschen an die alte Zeit, weil da war, sah ja auch so ein bisschen. Ne? Ich muss sagen, textlich ist das heftig. Leider finde ich tatsächlich den Beat zu fröhlich für meinen Geschmack, als dass ich gerade so dieses Gänsehaut-Feeling bekomme, wie bei den Promo-Videos, ne? Beziehungsweise da wurde ja der Beat benutzt vom Outro von Alpha Gene 1, ne? Das fand ich halt einfach düsterer. Das ist mir gerade noch ein bisschen zu happy. Auf dem Weg, den ich beschreite, im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Aber jetzt mal kurz zum Video. Da hat er sich nicht lumpen lassen. Boah. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Ey, meine Markenkleider sind von Star-Designern wie die Digitalarbeit der NASA-Zeichner. Warte mal, Star-Designer wie digital. Was? Markenkleider sind von Star-Designern wie die Digitalarbeit der NASA-Zeichner. Sind von Star-Designern? Ach so, wegen Sternen, diese. Ach. Mimik undurchdringbar, so wie Panzerstützpunktwände. Zünd den Blunt an am glühenden Pumpgun-Bindungsende. Feature ich dich dann, indem ich in deinem Treppenhausflur rumballer, weil ich noch Geschrei brauch für eine Adlib-Songspur. Verteilt Charts in Sekunden, takten synchron zu den Regentropfen, die nachts in den dunklen Gassen von Dachrinnen runterprasseln. Flach wie eine Untertasse, wenn ich wieder mal eure Mütter fick. In jeder Lage. Lage ist egal, wie bei Rückwärtsschritt, nachdem sie dem. Alter. In jeder Lage ist egal, wie in Rückwärtsschrift. Lage, L-A-G-E, ist egal, E-G-A-L. Ach du. Wenn ich wieder mal eure Mütter fick. In jeder Lage, Lage ist egal, wie bei Rückwärtsschrift. Nachdem sie der Mac in seinem Loft fickte, sage sie, du bist eine Kanone im Bett, wie deine Tag und am Kopfkissen. Check, wie die Boss-Schritte über den Panther-Teppich gehen. Der Panther ist noch am Leben, hat nur Angst, sich zu bewegen. Ey, ich häng... Panther ist noch am Leben, er hat nur... Oh Gott, Alter. Ey, auch gerade, du bist eine Kanone im Bett, Willi. Das ist... Textlich ist es einfach wieder... Boah, hab ich sowas vermisst. Die Boss-Schritte über den Panther-Teppich gehen. Der Panther ist noch am Leben, hat nur Angst, sich zu bewegen. Ey, ich hänge zwischen Kokospalmen und geb liegend deiner Penner, klicke Schrotschusssalven. Mit strengem Blick wie Horusfalken. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Ich muss sagen, ich brauchte ein bisschen... Wie dein Vater, er ruft an, er braucht ein bisschen. Boah, ich bin so voll in dem Oldschool-Kolle-Fieber. Ich muss sagen, er hat es richtig gemacht mit dem Song, mit dieser ganzen Entwicklung, diese ganze Werbung, die Promo und so weiter und so fort. Es ist textlich einfach genau das, was ich vermisst habe. Und ich muss sagen, dass ich langsam aber sicher diese Epicness, sage ich jetzt einfach mal, im Beat fühle. Hat ein bisschen gebraucht.
weil es mir tatsächlich echt zu fröhlich vorkam. Ich glaube, das habe ich jetzt 50.000 Mal gesagt. Aber jetzt so langsam verstehe ich den Sinn dahinter, warum es so klingt, weil er erzählt halt nun mal von seinem Werdegang, von seinem, na, nicht Storytelling-mäßig, sondern er sagt halt, ich bin jetzt hier und bin hier angekommen und so weiter. Und dann diese langen Fahrten mit dem Auto, wie das fährt und so, ich verstehe das langsam. Aber da habe ich gerade wirklich ein bisschen gebraucht. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. 1000 Freunde, 1000 Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Da ist aber irgendwas, was übersteuert bei mir, ne? Müsst ihr mal sagen, ob das bei euch gerade auch so ist. Also man hört auf jeden Fall jetzt die Streicher und man hört noch einen Chor dabei. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwas kratzt. Ich wüsste gerne... Ja, da kommt es halt trotzdem noch nicht ran, ne? Aber wir wollen jetzt nicht diesen direkten Vergleich dazu machen. Ich finde, es ist bei Weitem irgendwie nostalgischer als alles andere, was vorher kam. Textlich hat es einfach gut getan. Einfach zuhören, einfach wirken lassen und dann sich einfach freuen, wenn man es verstanden hat. Das war immer so das Phänomen bei Kollega. Wahrscheinlich habe ich sehr viel auch noch verpasst. Man muss es definitiv öfter hören. Aber genau das war es halt immer, ne? Man hat sich gefreut und man war stolz auf sich, wenn man ein Wortspiel verstanden hat. Und das war hier bei Phoenix, ne? Das war definitiv mit Phoenix und Arizona, das war, glaube ich, so ein Augenblick, wo ich mich gefreut habe. Oder halt, egal welcher Lage, die Lage ist egal, wie beim Rückwärtsschreiben. Genau das macht Kolle für mich aus. Von daher, für mich absolut gelungenes, ich nenne es mal Comeback. Ich hoffe aber einfach mal, dass die nächsten Songs noch mal stärker werden. So vom gesamten Feeling, von der Atmosphäre. Weil Alpha Gene, wie gesagt, war für mich eher so was Düsteres. Ein Junge weint hier nicht zum Beispiel und so. Das war alles so ein bisschen düster, ne? Von daher, ich freue mich.